Ja, das war die erste Runde unserer Campus Challenge. Jonas hat sich gegen Jakob behaupten können. Das heißt aber noch lange nicht, dass du raus bist. Du hast immer noch eine Chance, dich zu bewähren. Bevor wir allerdings dir noch eine zweite Chance geben, geht es erstmal an Jonas und Gustavo. Die werden jetzt im nächsten Spiel gegeneinander antreten. Also möchte ich euch gleich mal bitte da vorne an den Tisch bitten, damit wir das erste Spiel starten können. Viel Erfolg, Männer. Danke, danke. Wir sind beim ersten Spiel der zweiten Runde angekommen. Jonas hat sich in der ersten Runde schon sehr gut geschlagen und tritt jetzt gegen Gustavo an, in dem allerersten Spiel dieser Runde. Das Spiel wird sein What's in the Box. Ihr bekommt gleich beide jeweils eine Box für euch hingestellt. In dieser Box befinden sich 5 Gegenstände. Ihr habt beide genau die gleichen Gegenstände, also auch die gleichen Chancen. Und ihr müsst mit verbundenen Augen erraten, welche Gegenstände in dieser Box sind. Ihr könnt da reinfühlen und sobald ihr wisst, oder sobald ihr glaubt zu wissen, welche Gegenstände drin sind, sagt ihr Stopp. Und dann müsst ihr beide die Hände aus den Kisten rausnehmen und dann könnt ihr aufzählen, welche Gegenstände drin sind. Wenn diese Gegenstände alle richtig sind, habt ihr das Spiel gewonnen. Wenn ein Gegenstand falsch ist oder wenn ihr ihn falsch benennt, dann hat der Gegner gewonnen. Alles klar soweit? Jawohl. Gut, dann möchte ich euch bitten, die Augenklappen aufzusetzen. In der Zeit kommen die Boxen schon mal hierher. Einmal die Hände vom Tisch. Ja, gut. So, ihr könnt einmal die Box anfühlen von der Seite. So, aber noch nicht reingreifen. So, nicht wackeln. So. Seid ihr bereit? Jo. Dann los. Stopp. Alles klar. Jonas war der Erste. Noch nicht die Augenklappe wegnehmen. Was war in der Box? Batterie, Stift, Deckel, Bierdeckel. Ach, fuck. Und fünftens, was ich wieder vergessen habe. Damit geht der Punkt an Gustavo. Jawohl! Ich könnte die Augenklappen wieder abnehmen. Ja, sehr gut. Das war das Gummiband, was du vergessen hast. Jetzt haben wir das zweite Spiel der zweiten Runde. Gustavo hat eben schon das erste Spiel gewonnen und darf somit auch gleich anfangen. Ich erkläre mal kurz die Regeln. Das Spiel heißt Flitschen. Ihr kriegt gleich Gummibänder in die Hand und dann müsst ihr euch da vorne an die Linie stellen. Dann nehmt ihr diese Gummibänder und flitscht die auf den Tisch. Je nachdem, in welcher Zone sie landen, kriegt ihr die entsprechende Punktzahl. In der ersten Zone einen Punkt, hier 2 Punkte, hier 3 Punkte, 4 Punkte und 5 Punkte. Klar soweit? Gut. Ihr kriegt erstmal 3 Gummibänder. Du kannst schon mal deine 3, du hast schon 3, so, noch besser. Du kannst diese 3 Gummibänder schießen, die Punkte werden addiert. Dann bist du als nächstes dran. Die Punkte, die du schießt, werden auch addiert. Und je nachdem, wer mehr Punkte hat, gewinnt dann die erste Runde. Wir spielen Best out of 3, das heißt, das Ganze machen wir so lange, bis einer von euch 2 Punkte hat. Alles klar? Alles klar. Ja. Gut, dann darf ich dich schon mal bitten, dich da an die Linie zu stellen. Du kommst einmal hier auf die andere Seite. Gummibänder alle bereit. Gut. Ist nicht das über erlaubt? Die Linie treten. Ja. Das ist erlaubt, nur solange du nicht über die Linie rüber trittst. Du darfst sie auch berühren, aber nicht rüber. Genau. Auch nicht, nachdem du geflitscht hast. Alles klar? Alles klar. Gut. Wir können loslegen. Meinetwegen. Dann los. 2 Punkte. 2 Punkte und 4 Punkte. 6 Punkte. Und nochmal 4 Punkte. Macht 10 Punkte. Ja. Und vorgelegt. Sauber. So. Kannst du schon mal wieder haben hier? Dankeschön. Ja. 1 Punkt. 0. Und 2 Punkte. Das macht insgesamt 3 Punkte. Damit geht die erste Runde an Gustavo. Jawohl. Und kannst gleich weitermachen. Punkte. 4 Punkte macht 8. 8 Punkte. Vorgelegt. Jonas. Ja, schön. 1 Punkt. 2 Punkte.
Damit geht auch der zweite Punkt an Gustavo und damit hat er das Spiel auch schon gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und schon sind wir beim dritten Spiel der zweiten Runde angekommen. In diesem Spiel geht es schon um sehr viel, denn du hast sehr gut vorgelegt mit 2 Punkten in den letzten beiden Runden. Wenn du dieses Spiel gewinnst, dann hast du die zweite Runde schon gewonnen. Das heißt, wir machen jetzt mit dem nächsten Spiel weiter und du musst dich anstrengen, wenn du im Spiel bleiben willst. Wir haben hier eine Matheaufgabe: Kopfrechnen. Keine Sorge, es ist nichts allzu Schlimmes. Sobald ich das hier aufgedeckt habe, könnt ihr anfangen im Kopf zu rechnen und sobald ihr glaubt, die Lösung zu haben, drückt ihr einmal auf eure Hupe und dann könnt ihr mir die Lösung nennen. Wenn die Lösung richtig ist, habt ihr das Spiel gewonnen. Wenn die Lösung falsch ist, hat der Gegner das Spiel gewonnen. Alles klar soweit? Alles klar. Jupp. Gut. Dann seid ihr bereit? Dann drehe ich um. Yes. Und los. Das ist leider falsch. Die richtige Lösung wäre übrigens 203 gewesen. Da hast du dich leider um einen Zehner vertan. Damit hast du den Punkt gewonnen und du hast auch das gesamte Spiel gewonnen mit deinen 3 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Schönen Dank. Gut gespielt, gut gespielt.